Hey, ich bin's, euer Easy aus der Edeka-Küche und wir machen heute einen winterlich-fränkischen Sauerbraten. Hierfür bereiten wir den Sauerbraten aus einem schönen Stück Grenzsuh. Dazu erstellen wir eine würzige Marinade, worin der Braten erst marinieren und später schmoren kann. Und es gibt Rotkohl mit Apfel und selbstgemachte Klöße. Das wird das perfekte Weihnachtsgericht. Für den Braten nutzt man meist Stücke aus der Hüfte, Unterschale oder Nacken. Stücke, die zu Kurzbraten zu zäh wären, werden durchs Marinieren und lange Schmoren richtig schön zart. Ich habe hier schöne 1,5 Kilogramm aus der Rinderunterschale, relativ sehnenfrei. Falls ihr ein paar Sehnen dran habt, einfach abschneiden. Jetzt geht's weiter mit dem Marinieren. Wir brauchen eine wiederverschließbare Form und da drauf kommen 750 Milliliter trockenen Rotwein, direkt aufs Fleisch drauf. Meistens besteht die Marinade aus Rotwein, aus Essig oder aus Kombination von beiden. Wir nehmen 250 ml Rotweinessig auf unserem Rotwein. Dann brauchen wir 3 Lorbeerblätter, 5 Wacholderbeeren, 3 Nelken, 5 Pimentkörner, 5 Pfefferkörner und eine Zimtstange. Zu nochmal nachlesen, das Rezept ist wie immer in der Infocard verlinkt und nicht vergessen uns zu abonnieren. Dann brauchen wir 3 Zwiebeln, diese werden gepellt. Und Würfel. Und die Zwiebelwürfel kommen direkt auf das Fleisch mit drauf. Dann brauchen wir eine Petersilienwurzel und zwar braucht ihr die gar nicht zu schälen. Die könnt ihr einfach ordentlich waschen und dann wird die auch gewürfelt. Und die Petersilienwurzelwürfel kommen auch direkt drauf. Dann brauchen wir eine Möhre, gründlich waschen und dann direkt in Würfel schneiden. Und wie soll es anders sein? Die Möhre kommt auch direkt dazu. Dann brauchen wir eine halbe Knolle Sellerie. Die müsst ihr aber schälen. Das geht ganz einfach. Einfach mit dem Messer dünne Scheiben runterschneiden. Und Würfel. Zack. Der Sellerie kommt auch dazu. Deckel kommt drauf und der Braten geht für 36 bis 48 Stunden in den Kühlschrank. Unser Braten ist fertig mariniert und Sauerbraten ist ein klassischer deutscher Braten, der in einem säuerlichen Sud mehrere Tage lang mariniert wird. Und aus der Marinade entsteht nach dem Schmoren eine leckere Soße. Und jetzt geht's an Schmoren. Deckel ab. Man sieht ganz genau, wie sich der Sud verändert hat, wie sich das Fleisch verändert hat und das Gemüse auch. Jetzt kommt das Fleisch aus der Marinade raus. Das Gemüse, das streifen wir vorsichtig ab. Das Fleisch kommt auf den separaten Teller. Und den Sud mit dem Gemüse geben wir durch ein Sieb, weil wir das Gemüse von dem Sud trennen wollen. Wir brauchen nämlich sowohl den Sud als auch das Gemüse gleich für die Soße. Dann braucht ihr einen Schmortopf mit dem Deckel. Deckel ab, Flamme an, 2 Esslöffel Butterschmalz rein. Das Fleisch wird von allen Seiten im heißen Butterschmalz nun angebraten. Der fränkische Sauerbraten ist ein super Weihnachtsklassiker. Was macht ihr eigentlich zu Weihnachten? Schreibt es gerne in die Kommentare. So, jetzt kommt das Gemüse rein. Das Gemüse wird scharf angebraten. Und das Gemüse wird mit der Marinade abgelöscht. Das Fleisch kommt auch wieder zurück. Einmal das Ganze aufkochen, Deckel drauf und in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze 2,5 Stunden lang garen. Nach 2 Stunden die Temperatur um 20 Grad erhöhen, damit sich die Soße konzentrieren kann. Das Gericht lässt sich super am Vortag vorbereiten und dann am Weihnachtstag nur noch erwärmen. Wie macht ihr das eigentlich? Bereitet ihr gerne für Weihnachten was vor oder kocht ihr gerne am selben Tag? Schreibt es gerne in die Kommentare. Passend zu Weihnachten machen wir auch Rotkohl selbst. Und zwar haben wir hier so einen schönen Rotkohlkopf. Davon entfernen wir die äußeren Blätter. Dann fiddeln wir das Ganze. Und so lässt sich der Strunk am allereinfachsten entfernen. Und zwar, ihr schneidet diagonal den Strunk einfach raus. Den Rotkohl könnt ihr entweder in feine Streifen schneiden oder, so wie wir, auf dem Hobel hobeln. Dann brauchen wir 2 Zwiebeln, diese pellen und würfeln wir fein. Und die kommen zurück auf den Teller. Und wir brauchen einen Apfel, den müssen wir reiben, vorher entkernen oder ihr macht es so, wie ich das mache, wir reiben den am Strunk entlang. Drehen und weiter. Zum Schluss, wenn ihr Glück habt, habt ihr das hier, den Strunk. Nun kochen wir unseren Rotkohl und falls ihr die Farbe vom Rotkohl intensivieren wollt, dann müsst ihr den am Tag vorher mit Essig, Salz und Zucker einlegen. Wir brauchen 2 Esslöffel Traubenkernöl. Der Vorteil vom Traubenkernöl ist, dass das relativ neutral ist, aber auch hoch erhitzbar.
Wir im Norden sagen Rotkohl, im Süden sagt man Blaukraut, aber beide haben recht, denn je nach Zubereitungsart und Anbauregion variiert die Farbe des Kohls. Als erstes kommen die Zwiebeln rein, jetzt kommen die Apfelraspe rein. Das Ganze wird glasig angebraten und der Rotkohl kommt direkt hinterher, portionsweise. Und zwar lassen wir den zusammenfallen und dann geben wir immer mehr Rotkohl drauf, bis der komplett im Topf gelandet ist. Und wieder noch ein bisschen drauf. Dann kommen 50 ml dunklen Balsamico drauf, 500 ml Wasser, ein Esslöffel Honig, zwei Lorbeerblätter und drei Gewürznelken. Wenn man den Rotkohl am Vortag vorbereitet, schmeckt er am nächsten Tag umso besser. Oder ihr nehmt einfach TK-Rotkohl. Einmal umrühren. Deckel drauf, jetzt lassen wir den Rotkohl bei geringer Hitze 1 bis 2 Stunden lang kochen. Dann kommen die Nelken und Lorbeerblätter raus. Salz und Pfeffer kommen rein, also der Rotkohl wird abgeschmeckt und schon ist er fertig. Als nächstes machen wir die Kartoffelknödel und dafür brauchen wir 1,5 Kilogramm mehlig kochende Kartoffeln. Hier sind 1 Kilogramm, 1,5 Kilogramm habe ich mir schon geschält und in den Topf gegeben. Die koche ich jetzt gar und diese werden geschält und fein gerieben. Wichtig ist, dass ihr mehlig kochende Kartoffeln nehmt. Die enthalten sehr viel Stärke und dadurch halten unsere Klöße zusammen. Die geriebenen Kartoffeln kommen jetzt in das Passiertuch hier rein. Wir pressen jetzt die geriebenen Kartoffeln aus, damit die Flüssigkeit rauskommt und wir aus der Flüssigkeit die Stärke extrahieren können. Und so sehen die Kartoffeln ausgepresst aus. Mit wenig Flüssigkeit, sehr gut formbar, perfekt. Das Kartoffelwasser auf keinen Fall weggießen, das lassen wir jetzt stehen, damit sich die Stärke absetzen kann. So, die gekochten Kartoffeln habe ich jetzt abgegossen. Die kommen in die Presse und werden durchgepresst zu den rohen Kartoffeln. Das stellen wir jetzt beiseite, abkühlen und nehmen uns schon mal Toastbrot. Denn das Toastbrot wird geröstet und kommt in unsere Knödel hinein. Davon brauchen wir 3 Scheiben. Die schneiden wir in Streifen und dann in Würfel. Die Würfel werden angebraten. Dafür brauchen wir die Pfanne und 2 Esslöffel Butter. Die Brotwürfel werden geröstet, weil die in den Knödel hineinkommen, die überschüssige Feuchtigkeit aufnehmen sollen, Aroma abgeben und sorgen dafür, dass der Knödel gleichmäßig gart. Früher hat man dafür altes Brot genommen. Guck mal, wie schön sich die Stärke abgesetzt hat. Jetzt können wir die Flüssigkeit weggießen. Und so sieht die abgesonderte Stärke aus. Jetzt fangen wir mit der Knödelmasse an. Und zwar geben wir die abgesonderte Stärke hinzu. Dann brauchen wir noch zusätzlich 1 Teelöffel Kartoffelstärke und 1/2 Teelöffel Salz. Und das Ganze wird vermengt, am besten mit den Händen. Kartoffelknödel lassen sich super vorbereiten, indem man die auf mit Stärke bemehlten Teller gibt und mit einem Küchenhandtuch abdeckt. So halten die sich mehrere Stunden. Dann teilen wir unsere Masse in 8 Teile, denn wir geben 2 Knödel pro Portion rein. Dann formen wir so eine Art Schale aus einem Teil. Dann kommen da ein paar von den Brotwürfeln rein. Dann machen wir das zu und rollen daraus einen Knödel. Für die Gelingsicherheit von den Knödeln ist es wichtig, dass ihr die nicht ins kochende, sondern ins siedende Wasser gibt. Und ihr könnt auch noch etwas Stärke ins kalte Wasser mitgeben, bevor es anfängt zu kochen. Dann zerfallen die garantiert nicht. Das Stärke-Salzwasser einmal aufkochen, dann runterdrehen und jetzt kommen die Knödel rein. Die Knödel lassen wir jetzt 20 bis 22 Minuten lang im Topf. Und zwar, wenn die oben schwimmen, sind die gar. Guck mal, der ist schon gar. Der Braten ist aus dem Ofen. Wollen wir schauen, wie es dem geht? Sehr, sehr gut. Das Fleisch nehmen wir jetzt raus. So, das sieht doch hervorragend aus. Und wird im Ofen warm gehalten. Jetzt machen wir unsere Soße und dafür pürieren wir den Sud und das Gemüse mit den Gewürzen zusammen. Und jetzt kommen 60 Gramm Lebkuchen rein. Entweder ihr würfelt das oder ihr bricht es in kleine Stückchen. Und das macht unseren Sauerbraten auch zum fränkischen Sauerbraten, die Bindemethode mit Lebkuchen. Einfach abrupfen und die Soße so lange kochen lassen, bis der Lebkuchen komplett aufgeweicht ist. Und auch der Lebkuchen wird püriert.
Wenn ihr den fränkischen Sauerbraten am Vortag vorbereiten wollt, ist es ideal, denn lasst den einfach in der Soße erkalten, schneidet den am nächsten Tag in Scheiben und langsam in der Soße erwärmen. Die Soße ist aber noch nicht ganz fertig, die muss nämlich noch durch ein Sieb passiert werden. Und wenn ihr das machen wollt und gerade nichts zur Hand habt, womit ihr das durchstreichen könnt, dann macht doch vorsichtig diese Bewegung. Die Soße schmecken wir nur noch ab mit Honig, Salz und Pfeffer. Und jetzt wird probiert. Bin gespannt, wie der geworden ist. Lecker. Schöne würzige Soße, zartes Fleisch, ein rundum gelungener fränkischer Sauerbraten. Kocht das unbedingt nach, ihr Lieben. Ich habe auch zwei weitere Videos für euch verlinkt. Anschauen und nicht vergessen, uns zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal, euer Easy.